Moin, seid ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Hallo, guten Tag, wir sind überall raus hier. So, wir haben im letzten Part angefangen, die letzten Reste der Glaskuppel zu vernichten und sie wieder durch einen handelsüblichen, einfachen, aber praktisch und schönen Zaun zu ersetzen. Und ja, da wollen wir heute weitermachen. Problematik dabei ist allerdings, wir haben keine Ressourcen mehr, uns ist das Holz ausgegangen. Und deswegen müssen wir uns dran machen, uns um ein bisschen weiteres Holz zu kümmern. Bedeutet, wir machen uns gleich erstmal auf zum Sumpffuchs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort Birke gab. Ach, guck mal, wir haben Post. Lass uns mal eben in die Post gucken. Lava-Eimer. Gut, das lieb, aber was soll ich mit Lava-Eimern? Na gut, das werden wir noch rausfinden. Das werden wir noch rausfinden. Ich möchte jetzt einmal hier gerade den Weg lang gehen. Ist er nicht wunderschön? Wunderschön. Während wir zum Sumpffuchs gehen, ja, moin, hallo, 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 hallo. Der Templer hält sich hier gemütlich auf unserem Weg aus, finde ich gut. Wir schauen mal, ihr seht, hier ist auch noch ein bisschen Arbeit, also wir sind noch nicht ganz durch, ne? Hier waren wir ja dabei, diese Brücke schön zu machen, damit müssen wir auch noch fortfahren. Ich wollte nur gerade mal gucken, ob der Keksdrache fleißig war und vielleicht hier noch was gemacht hat, so rein aus Neugierde. Hier mal gemütlich den Weg lang laufen, aber nee, sieht. Hier müssen wir nach. Oh, das ist auch neu. Das machen wir auch bei der Servertour. Ich will noch nicht spoilern. RPTP. Sumpf. Sumpffuchs. So. Ne, da hatte ich noch alles klein geschrieben, ne? Da habe ich noch kein Camel Case gemacht. Siehste mal. Haben wir hier Holz? Haben wir hier Holz? Nein, hier haben wir gar nichts. Gut. Kein Holz. Okay. War dieses Nether-Portal schon immer da? Das kommt mir so neu vor. Hallo! Nervensage, alles klar. Weißt du Bescheid, ne? Das ist der Moment der Selbsterkenntnis, ja? Wenn man seinen Claim Nervensäge nennt, dann hat man schon so eine gewisse Selbsterkenntnis erlangt. Und selbst reflektiert, irgendwie gemerkt, dass es gegebenenfalls ein bisschen nervig sein könnte, den Fuchs die ganze Zeit zu stalkern. Na, könnte sein, könnte sein. So, lass uns mal eben nach wunderschönem Birkenholz suchen, das wird großartig. Ich sag mal, es wird großartig werden. Wir müssen es nur finden. Irgendwo in diese Richtung. Ich hatte da auch fleißig... Ist das gerade eine Fliege hier oder was? Nee. Ich wollte gerade sagen, also es ist ja kein Winter mehr, ne? Ich habe das ja aufgegeben, dass in irgendeiner Form noch Winter kommt. Grüße gehen raus an meine Nachbarn. Wir haben nämlich so eine Tradition, wenn es das erste Mal schneit, also wenn die ersten Schneeflocken fallen, treffen wir uns bei uns auf der Kreuzung, stellen da so einen Stehtisch auf, jeder bringt ein bisschen Glühwein in eine Thermoskanne mit und dann trinken wir da Glühwein. Und für diese Tradition hatte ich in weiser Voraussicht mir schon mal 10 Liter Hitzkopf organisiert. Ja, und jetzt ist Februar. Von Schnee war Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres bis jetzt noch nichts zu sehen. Die 10 Liter Hitzkopf haben wir inzwischen auch schon ausgetrunken. Also, ich sehe nicht, dass wir dieser Tradition noch frönen werden. Und das ist ein bisschen traurig, wie einfach da so überhaupt... Es ist ja nicht mal mehr richtig kalt. Meine beste Hälfte zieht immer über mich her, weil ich habe keine Handschuhe. Seit Jahren habe ich keine Handschuhe. Ich habe einmal Handschuhe gekauft, die passen mir nicht. Seitdem bin ich durch mit Handschuhen. Keine Ahnung, ist halt irgendeine Störung bei mir. Weiß ich auch nicht. Und jedes Jahr kaufe ich dann keine Handschuhe und leide den Winter dann durch. Und dieses Jahr hat er auch schon gelacht und meinte, ja, hast ja immer noch keine Handschuhe. Und ich habe bis jetzt immer zurückgelacht, weil es gab dieses Jahr noch keinen einzigen Tag, wo man hätte Handschuhe gebraucht. Muss man echt sagen. Es ist halt einfach kacke warm. Es ist einfach warm. Winter ist gone. Wenn ich überlege, dass ich damals ein Iglu gebaut habe, da haben wir von Ikea so dicke Plastikkisten gehabt, haben die mit Schnee gefüllt, zusammengepresst und dann haben wir so Schneeblöcke dann natürlich daraus bekommen. Und mit diesen Schneeblöcken haben wir ein Iglu gebaut. Ein Iglu! Ein richtig riesig großes Iglu, das man auch reingehen konnte. Ja, heute wüsste ich nicht, wie ich noch ein Iglu bauen soll. Ich habe keinen Schnee gesehen seit vielen Monaten. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht wird das ja noch was. Vielleicht wird das ja noch was. So, wir machen hier weiter. Wir brauchen Holz. Birkenholz. Und zwar nicht zu knapp, weil ihr müsst daran denken, wir müssen ja nicht nur die eine Insel zu Ende machen. Wir müssen ja auch noch die zweite Insel zu Ende machen. Und Birke ist halt schon irgendwie der geile Shit. Das sieht halt für so eine, ich finde, für
Ein Inselzaun, definitiv perfekt. Quasi die beste Holzart dafür. Besser geht das eigentlich nicht. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als beim Mondesschein ein paar Birken zu fällen. So ist es Brauch. So ist es schön. So. Ach, wie der Mond hier durchscheint. Ist das nicht wunderschön? Er ist schon wunderschön. Ich kann auf Optifine kann ich nicht mehr verzichten. Deswegen warten wir ja alle so brav auf den Release, bevor wir auf 1.15 wechseln. Oh, da gehen wir einfach. Ich ignoriere das einfach mal. Au, scheiße. Oh, es greift mich an. Oh, oh. Was ist das? Was ist das für ein Wesen? Ich kann es nicht angreifen. Ich kann es nicht angreifen. Doch, ich kann es angreifen. Hau ab. Stirb. Es ist gestorben. Ja, siehste. Manchmal muss man sich auch mal einfach nur wehren, statt einfach ängstlich abzuhauen, ne? Manchmal muss man auch mal aufstehen, auf den Tisch hauen und was auch immer das gerade war, umbringen. Das muss manchmal einfach sein, ne? So, weiter geht's. Weiter geht's. Wir fällen. Okay. Da sehe ich noch eine Birki. Also das kommt zum Schluss. Erst hier nach oben. Nicht, dass wir... Das klingt wieder nicht unbedingt gut, ne? Muss man ja sagen, wie sie ist. Die Geräuschkulisse ist ein wenig beängstigend. Das muss man zugeben. Aber so ist das halt in der Nacht. Okay, Hallo Huhn. Ach, die Sonne geht wieder auf. Endlich haben wir die Nacht überstanden. War ja auch fast nicht gruselig. Es ging ja eigentlich, ne? Konnte man aushalten. So, hier nochmal eben drauf gekloppt. Hallo, guten Tag. Ich muss auch gestehen, ich habe mich heute den ganzen Tag schon drauf gefreut, dass ich nach der Arbeit, ganz gemütlich heute, mein Minecraft aufnehme. Ich hatte irgendwie voll Bock, noch meinen Zaun zu Ende zu bauen. Und die Insel damit fertig zu machen und zu verschönern. Oh, ist das ein schöner Morgenaufgang. Muss man einfach sagen. Morgenaufgang. Genau. Schöner Morgenaufgang, oder? Ja, du, das ist halt nun mal so, ne? Freitag, nach so einer arbeitsreichen Woche, da ist das Gehirn ein bisschen groggy. Da ist wieder dies. So, wie viel haben wir denn schon? Ja, da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Boop. Ja, guck mal. Ich denke... Ich bin jetzt mal ganz... mutig und würde sagen, es könnte erstmal reichen. RPTP, Fuchsturm. Wir gehen zurück. Und machen mal ein paar weitere Zäunchen. Hat nicht gerade was gebrannt? Also ich glaube, das ist mein Lagerfeuer, ne? Ich war gerade von dem Geräusch des irgendetwas Brennenden ein bisschen beängstigt. Aber es war das Lagerfeuer. Alles ist gut. Alles ist cool. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Alles wird gut. Zaun. Birke. So viel wie geht. Boop. So, dann brauchen wir noch ein paar Sticks. Dann nehmen wir lieber billiges Holz. Statt dieses tolle Birkenholz. Das ist so süß. Ich hab noch so ein Steck. So. Dann machen wir noch ein paar Zaunelemente und dann geht das los, so. Dann geht das los. Zaun, ja, Birke, so viel wie geht. So viel nehmen wir auch mit. Oh, ist das schick. Dann gucken wir mal, ob das reicht. Vielleicht reicht das ja. Ich sehe das noch nicht so, aber wir haben ja noch. Also ist ja alles noch... Alles gar kein Problem. So, und so. Hallo. Gleich ganz neugierig. Was machst du da? Ich baue euch einen schönen neuen Zaun, der nicht scheiße aussieht. So. Ah, das letzte bisschen berstende Glas. Und dann ist es geschafft.
Hier müssen wir natürlich jetzt gucken. Das ist ein bisschen doof mit dieser Insel da. Habe ich mir ein bisschen was nicht so schön überlegt. Das macht aber nichts. Das kriegen wir alle hin. Dann machen wir einfach so und dann ist es gut. Das muss ja nicht am Rand abschließen. Muss es ja gar nicht. Das tut ja gar nicht nur. Das kann ja ruhig hier so zwei überstehen. Wieso denn nicht? Oder wir machen das weg. Geht natürlich auch. Gucken wir dann. Gucken wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt machen wir erstmal hier zu. Machen wir hier den ganzen Glasscheiß weg. Ah, endlich glasfrei. Ich finde das so gut. Wirklich. Es macht mich einfach happy. Es macht mich einfach happy. Das da unten machen wir dann später weg. Jetzt erstmal nur den Weg hier. Den Weg frei machen. Wir hätten vielleicht doch das andere Texture Pack anmachen sollen. Da kann ich die Glasblöcke besser sehen. Guck mal, das kann weg. Das ist jetzt völlig sinnlos geworden. Mega. Zack. Zack und schick ist das. Ich muss mir natürlich jetzt noch irgendwie überlegen, wie ich das jetzt hübsch mache. Aber das kriegen wir hin. Das geht auch ohne Glas. Wir müssen nur gucken, wie. Aber das finden wir noch raus. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Da finden wir schon irgendeinen schönen Weg, dass es auch ohne Glas gut aussieht. Man muss da einfach ein bisschen kreativ sein, ne? So, was ist das schön? Vor all dem ersten Glas bekomme ich richtig Durst. Warte mal. Man muss sich ja auch ein bisschen die Stimme ölen, ne? Ihr erinnert euch vielleicht noch letztes Mal, glaube ich. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob es letztes Mal oder vorletztes Mal war. Da habe ich ja so Spare Ribs gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht, da habe ich noch davon berichtet, dass ich dauernd immer gucken musste und so. Und die sind tatsächlich, das war die 005 Methode. Das heißt einfach die Dinger abend vorher einrubben, dann auf den Grill, 5 Stunden, Glazing drauf, fertig. Die waren tatsächlich sehr lecker. Aber ich habe mich an das Rezept eines Arbeitskollegen gehalten. Der hat mir so ein Glazing-Rezept gegeben. Und während ich das so am Machen war, kam halt so eine Flasche Barbecue-Soße, ein bisschen Honig rein, frischen Knoblauch in das Zeug. Dann dachte ich, okay, klingt erstmal noch cool. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer, klang auch noch alles cool. Aber dann wurde es ein bisschen extrem. Dann 3 Esslöffel Chili-Flocken. So, okay. Und 3 Esslöffel Cayenne-Pfeffer. Und da habe ich noch beim Zusammenrühren, habe ich mir schon gedacht, Alter, das klingt ein bisschen spicy. Ja, und als wir das dann gegessen haben, ich sag mal so, es war lecker. Wenn man auf pikant steht, echt gut. Ich fand's okay. Aber mir hat danach auch mein ganzes Gesicht gebrannt. Und deswegen gibt es dieses Wochenende nochmal welche. Es ging nicht anders. Ich musste es nochmal wieder gerade rücken. Und diesmal aber sind sie gerade am Auftauen. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen, ich bin hoch konzentriert und muss mich um nichts kümmern. Es taut alles noch auf, alles ist noch chillig. Aber ja, ich wollte nur davon berichten. Das war schon, upala, Moment, das geht so nicht, weil dann kommen wir gleich nicht hoch. Daran erinnere ich mich nämlich noch, das müssen wir anders machen. Da müssen wir, am besten hier, so. So und dann hier so. So sollte es gehen, ne? Kommen wir da noch durch? Ja, guck mal. Das Guide. Alles schick. Alles schick. Und dann können wir hier erstmal einen Zaun ran tun. Damit man hier nicht runterfällt. Wir wollen ja nicht, dass wir irgendwie Versicherungsstress oder so kriegen, ne? Das muss ja nicht sein. Zack. So, guck mal. Ach, scheiße. Ja, ich habe einen sehr hohen IQ in Zaunplatzierung. Das muss ich nochmal erwähnen. Da bin ich in dieser Beziehung bin ich quasi ein Wikinger. Das läuft. So, nein. Oder doch? Nee. Das geht so nicht. Da müssen wir eigentlich doch einen höher. Wir mogen das mal anders.
Dann müssen wir das aber hier auch anders machen, weil sonst sieht das nicht gleich aus. Warte, 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 warte. Dann machen wir das so. Er muss ja eigentlich hier einfach nur Zaun gegen machen. Das geht ja auch. Ich kann ja auch einfach nur Zaun dagegen tun. Das geht ja. Dann mache ich hier noch. Nee. Guck mal. Schau mal einer, guck. Und hier macht das weg, weil wenn ihr runterfallt, seid ihr selber schon schuld. Na, wobei, nee, komm, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. So. Hier das gleiche Spiel machen wir so. Dann kann man nämlich hier immer noch durch, fällt aber oben nicht runter. Und wir können hier abdichten. Ja, siehste, alles gar kein Problem. Man muss das nur irgendwie wollen. So, bis hierhin, weil hier muss man ja noch irgendwie hochkommen. Dann muss aber das Zaunelement eigentlich auch wieder weg. Das ist dann zu viel. Lassen wir so. Dum, dum, dum. Mach das hier noch eben zu. Siehst du wohl. Und schon sind wir safe. Machen wir hier auch noch. Ah, Mann. Alter, das läuft heute aber gar nicht, ne? Dann mache ich hier auch noch einen hoch. Dann sieht das gleichmäßig hiermit aus. Mache ich noch so. Wobei, es sieht doof aus. Machen wir lieber nur so. So ist besser. Dann sieht das schon ein bisschen so gewollt aus, als wäre das mit Absicht so. So komisch. So. Okay. Dann haben wir das soweit. Und nun gehen wir nur hier rein. Bubbles joined the game. Naben Bubbles. Dann bogen wir hier auch das Glas weg. Naben. Hey, sag mir bloß die Nachtbericht hier wieder rein. Kann ja gar nicht. Wir hatten doch gerade erst Nacht. Immer dreimal Tag. Oder brauche ich schon wieder so lang? Habe ich mich wieder verquatscht? Es sieht halt jetzt schon so viel geiler aus. Es ist viel gemütlicher. Es ist viel gemütlicher. Ohne diese Glaskuppel. Sieht jetzt auch viel. Au, auf Gottes Willen! Ich bringe mich hier noch selber oben in die Büsche. Gibt's ja wohl nicht hier. Da den los. Hier können wir ruhig auch ein bisschen freizügiger arbeiten, weil hier sind keine Füchse oder so, die runterfallen können. Hier ist alles. Au, oh, scheiße. Alles entspannt. Pflanzen wir gleich wieder. Das ist hier natürlich ein bisschen gefährlich, muss man sagen, ne? Aber du, alles gar kein Problem. Man muss nur wissen, was man tut. Nun geil das schon. Glas. So unsagbar viel Glas. Ey, ohne Scheiß. Wir haben hier richtig massiv fucking viel Glas verbaut. Das war ja irre. Da ist das Ding. Ich wusste, hier fliegt so eine Art Fliege rum. So eine. Was ist denn das? So eine kleine Mini-Mücke. Das vorhin so im Augenwinkel gesehen hat. Moment, hier lebt doch irgendwas. Hier ist doch irgendwas am Abgehen. Aber nee. Es hatte sich dann wieder versteckt. Aber nun gerade hat es was dreist genug. Dreist genug, mir direkt vom Bildschirm rumzufliegen. Ich wollte es dann zerhauen, aber meine Pfoten tun weh. Warum, werde ich euch nächste Folge erzählen. Lohnt sich diese nicht mehr. Meine Fuchs ist mir wieder ein bisschen durchgedreht. Ich hatte mal wieder so eine Idee und bin wieder ein bisschen eskaliert. Soweit so doch durchaus ansehnlich. Ja, nicht so gut. Der ist wieder mega, ne? Mobber, also alter Mobberheiner ist das. Ein alter Mobberheiner. Ohne Spaß. So. Meine Lieben, ihr habt den Hahnkrähen gehört, du. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann, wenn ihr Bock habt, gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.